Also, wenn du mich fragst, braut sich da was zusammen. Ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst. Unsere Freunde und Verbündeten haben sich alle schon für deine pünktliche Hilfe bedankt. Wie schaffst du es nur, immer gerade rechtzeitig anzukommen? Purer Zufall, würde ich sagen. Was gibt es sonst noch Neues? Mal sehen. Sturm schreit immer noch nach Mutterkristallen, in den Reichen herrscht weiter Chaos und der Himmel sieht immer noch aus wie ein 2 Tage alter Tritt in die Nieren. Von daher... Oh. Clive, wir wussten beide, was passieren würde. Also, nicht das mit dem Himmel, aber du weißt, was ich meine. Jetzt ist nicht der passende Zeitpunkt für Zweifel. Stattdessen solltest du nach Joshua sehen. Taya sagt, dein Bruder ist wach. Danke, Otto. Also war nicht Silver, sondern Olivier Ultimas Marionette. Und als Dion dies erfuhr, wollte er ihn niederstrecken. Doch sein Vater warf sich in den Speer, der ihn befreien sollte. Worauf Dion sich selbst vergaß. Kein Wunder, dass er nicht aufwacht. Ich hätte auch Angst davor. Hätte ich ihn doch nur früher gewarnt, vor der Bedrohung durch Ultimas Plan. Doch nun liegen ein Reich und sein Prinz in Scherben am Boden. Joshua, was weißt du über Ultima? Sehr wenig, befürchte ich, selbst nach so langer Zeit. Vor 18 Jahren lag ich unter den Trümmern des Phönixtors begraben, als meine Retter mich fanden. Ich entkam. In den Tagen darauf erfuhr ich das erste Mal von Ultima. Seitdem jage ich seinem Schatten hinterher. Ultima verfolgt irgendein finsteres Vorhaben und du scheinst dafür eine Art entscheidender Eckstein zu sein. Er will dich um jeden Preis haben. Selbst wenn dafür ein Reich fallen muss. Warum ich? Was für einen Nutzen habe ich für so eine Kreatur? Oh, das ist eine der Fragen, auf die ich keine Antwort finde. Doch, eines weiß ich. Es ist keine Willkür. Die Wahl auf dich, viel bewusst. Es verfügt jeder Dominus über die Macht einer Esper. Aber unsere Kräfte sind trotzdem nicht grenzenlos. Ich beherrsche nur das Feuer. Und ich nur das Eis. 8 Hüter für 8 Elemente. Doch du, Clive. Du bist etwas Besonderes. Du besitzt nicht nur die Flammen von Ifrit, sondern noch andere Kräfte. Dass es Ifrit überhaupt gibt, stellt unser Wissen über Domini auf den Kopf. Vielleicht hat Ultima auf einen Dominus wie dich gewartet, denn deine Kräfte sind grenzenlos. Ich bin diesem Ding schon des Öfteren begegnet. Warum hat er dann nicht von mir Besitz ergriffen? So wie er es mit Olivier getan hat. Ich kann leider nur raten. Ich vermute, dass ihr irgendwie nicht zusammenpasst, dass sein Geist und dein Körper nicht harmonieren. Sein Geist? Geist, Bewusstsein, Seele, was auch immer. Ich glaube, dass Ultima nicht mehr als das ist. Das macht es so schwer, ihn völlig in mir einzuschließen. Wie bitte? Einschließen? Mit jedem neuen Tag schwinden meine Kräfte. Die Flammen des Phönix heilen die Wunden, die mir Ultima zufügt. Doch das hat seinen Preis. Wir müssen einen Weg finden, ihn zu vernichten. Solange ich noch kann. Was hast du dir nur gedacht?
Sonst hätte ich ihm Clive ausgeliefert. Ich bin nur meiner Pflicht nachgekommen. Also hast du für mich dein eigenes Leben einfach weggeworfen? Joshua! Clive, komm schnell! Eine Armee Akasischer steht vor Kanva. Also, wie ist die Lage? Hat Taya noch nichts gesagt? Die Hauptstadt der Freien Städte wird belagert. Und zwar von einer monströsen Horde. Die Stadtwache tut wirklich ihr Bestes, doch ich fürchte, es sind zu viele, um sie aufzuhalten. Was ist mit Lord Byron und Mitt? Konnten sie noch fliehen? Nein, aber sie sind erstmal sicher. Verstecken sich mit Gav an Mitts Schiff. Wir müssen sie da rausholen. Hm, werden wir auch. Otto, schick einen Stolas. Sag Gav, er soll da bleiben, wo er ist. In Ordnung. Vivian, was ist die schnellste Route nach Kanva? Das solltest du am besten die Karte fragen. Sieh hier. Diese Straße durch Tabor sollte am unkompliziertesten sein. Gut. So ein Zufall. Tabor ist auch mein nächstes Ziel. Joshua, dein Ziel ist jetzt das Bett. Denkst du etwa, ich hätte ihm nicht schon genau das gesagt? Wäre Taya nicht so eine talentierte Heilerin, würde ich mich wohl eurer Meinung anschließen. Doch dank ihrer Fürsorge kann ich meine Begleiterin wieder aufsuchen. Sie wollte in Tabor warten, falls wir getrennt würden. Also gut, wir reisen zusammen. Clive! Wenigstens ist er dann bei mir. Wir schaffen das. Danke, Bruder. Ich werde auf ihn aufpassen. Wie ein Traum. Wir zu viert zusammen unterwegs. Du hast Spaß, ja? Gav und die anderen könnten gerade jetzt in Gefahr sein. Natürlich. Tut mir leid. Jote ist sehr verlässlich. Bezüglich Kanva wird sie sicher bereits Informationen sammeln. Tabor ist nicht weit. Beeilen wir uns lieber. Lauf wie der Wind! Diese Ruine ist aber günstig gefallen. Seien wir vorsichtig. An Ruinen sind auch Echos nicht weit. Na schön. Erzähl uns von Jote, Joshua. Sie ist willensstark, loyal und tödlich mit der Klinge. Im Grunde wie Clive, nur mit besseren Manieren. Schon wieder eine Flut. Sie sind jetzt überall. Wir müssen da durch.
Halten wir die Augen offen. Geschafft. Warst du schon mal in Tabor? Ich war schon fast überall. Und jetzt, Joshua? Das Haus gleich rechts hinter dem Stadteingang. Dort finden wir sie. Lord Clive Rossfield, es ist mir eine Ehre. Ich bin Jote, Ritterin der Ewigen, beauftragt mit dem Schutz seiner Gnaden Joshua Rossfield, Auserkorener des Phönix. Natürlich. Jetzt ergibt alles Sinn. Für dich vielleicht, aber... Die Ewigen sind treue Diener des herzoglichen Throns. Oder genauer gesagt, seines Erben. Sie dienen unserem Haus seit Generationen, wenn auch im Schatten. Seit ihrer Gründung sind sie mit der Bewahrung und Durchführung der heiligen Riten der Ahnenkommunion betraut. Nach dem Vorfall am Phönixtor waren es die Ewigen, die mich geborgen haben. Seit ich Rosaria verlassen habe, hat Jote immer ihre schützende Hand über mich gehalten. Ohne ihre Hilfe hätte ich meine Reise wohl nicht überlebt. Bitte, erhebt euch. Euch gebührt mein Dank. Ihr habt meinem Bruder das Leben gerettet. Ich habe meine Pflicht getan. Berichte. Was hast du entdeckt? Euer Gnaden. Es ist wie befürchtet. Das Schiff, das wir in der Nacht der Katastrophe am Dominium erspäht haben. Es war die Einherja. Ohne jeden Zweifel. Die schwarze Galeone. Joshua? Die Einherja ist das Valuta-Flaggschiff. Was haben die am Dominium zu schaffen? Als ich von Valuts Verwicklung in die Ereignisse in Drachenfang erfuhr, verspürte ich den Einfluss Ultimas und bat Jote und die Ewigen in der Sache zu ermitteln. Wir haben Grund zu der Annahme, dass die schwarze Galeone nach Ausbruch der Kämpfe Anker gelichtet und Kurs nach Süden gesetzt hat. Nach Canva? Dann sind es die Valuta, die hinter dem Angriff stecken. Was von ihnen übrig ist, ja. Und die schwarze Galeone segelt nur auf Befehl eines Mannes. Barnabas Tarm. Sind wir hier drinnen wirklich in Sicherheit? Die Stadtwache wurde bezahlt, falls ihr das meint. Ein Grund mehr für sie davonzulaufen. Es steht euch frei zu gehen, Herr Minister. Verlassene Märkte, Lagerhäuser in Flammen, verkohlte Schiffsrümpfe verstopfen unsere Häfen. Canva ist ruiniert. Die Welt droht ins Chaos zu stürzen und ihr habt nichts anderes als eure Finanzen im Sinn? Ich bitte euch, an Rafge ist Almekia Canva doch um Längen voraus. Ihr wagt es. Sehr geehrte Mitglieder des Rates,
Bitte verzeiht seiner Majestät diese Störung. Was hat das zu bedeuten? Etwas spärlich. Doch ich fürchte, dieser Ort muss genügen, Mylord. Also gut. Meine Herren, versteht ihr es nicht? Der König, er rettet uns aus den Klauen der Akasischen. Er ist ein Geschenk des Himmels, eine göttliche Fügung, unser aller Erlösung. Und wenn seine Majestät eine Vergütung verlangt, sind wir natürlich gerne bereit, einen gerechten Preis auszuhandeln. Schweigt! Eure Ignoranz stellt euch bloß. Eurer Majestät, verzeiht, wenn ich irre, aber tragen die mordenden Heerscharen, die in Canvas Straßen das Blut der Bürger vergießen, nicht die Farben von Valut? Ha! Ihr könnt es also nicht leugnen. Wachen! Ergreift sie und führt unsere Gäste in den Kerker. Genug. Erbärmliche Kreaturen. Dass ihr euch einbildet, ihr würdet der Erlösung würdig sein. Das Mädchen ist noch hier, in dieser Stadt. Auch ihr Bewusstsein trieft vor Hochmut wie einst das ihres Vaters. Ein Bewusstsein, an das Mythos untrennbar gebunden ist, das ihn anziehen wird. Geh und heiße ihn willkommen. Ja, Eure Majestät. Komm, Mythos. Das Licht des Prinzen kann dich nicht gesättigt haben. Also, wie lange ist Valut schon unter Ultimas Kontrolle? Das ist die Frage. Nach allem, was wir von Barnabas wissen, wenigstens seit einigen Jahren, vielleicht mehr. Mit welchem Ziel? Was ist Ultimas Plan? Das Bild. Zeig's ihnen. Phönixtor, Drachenhauch und nun hier. Was ist es? Es ist alt, uralt sogar. Von dem Glauben, den es darstellt, ist nichts geblieben, außer was man dem Bild selbst entnehmen kann. Auch über das im Apoditerium wusste niemand etwas, selbst die Ewigen. Doch ich glaube, die Bilder geben Auskunft über Ultimas Bestrebungen. Die Figur in der Mitte, unter der die Esper versammelt sind. Sie halte ich für Ultima. Er ist ein Gott, zumindest gottgleich, jenseits unserer Vorstellungskraft. Die Esper, und somit auch ihre Domini, sind dazu bestimmt, ihm zu dienen. Während einige wie Barnabas diese Rolle akzeptiert haben, weigern sich andere, wie du, Clive, was ungelegen sein dürfte, da er dich am meisten zu benötigen scheint. Und Götter mögen keinen Ungehorsam. Ja, da hast du vermutlich recht. Clive, dürfte ich Jote vom See erzählen? Wenn du das möchtest. Jote,
Ich begleite meinen Bruder zu den freien Städten. Während wir unterwegs sind, möchte ich, dass du über Clives Kameraden wachst. Omir Lostelan Tui Sargelith. Es fehlt ihnen an erfahrenen Kämpfern, die das Versteck im Ernstfall beschützen können. Aber es ist meine Pflicht, euch... So wie es meines Bruders Pflicht ist, nicht wahr? Wenn es das ist, was ihr wünscht, euer Gnaden. Aber bitte, gebt Acht auf euch. Wenn euch etwas zustöße, ich... Du hast mein Wort. Lebt wohl, Milord, Milady. Wir danken euch, Jutta. Finden wir unsere Freunde. Du scheinst dir sehr viel zu bedeuten. Sie mir auch. Deshalb musste ich sie gehen lassen. Cyril. Wie läuft die Suche? Gut, euer Gnaden. Mein Bericht wird euch bald erreichen. Jote ist, auf meine Bitte hin, ab jetzt andernorts beschäftigt. Es ist ihre Pflicht, euch zu schützen. Gewiss. Doch wie ihr seht, ist mein erster Schild wieder an meiner Seite. Gestatten, Cyril, Ritter der Ewigen und Führer der Flammenfeder. Ernannter Chronist und Schreiber seiner Gnaden Joshua Rossfield, dem Auserkorenen des Phönix und Großherzog Rosarias. Ich habe Cyril gebeten, die Aufsicht über die Nachforschungen zu Ultima zu führen. Alle Hinweise seiner Brüder und Schwestern trägt er zusammen und ordnet und archiviert sie dann hier. Wie viele Mitglieder zählen die Ewigen? Zu wenige, Milady. Doch jeder einzelne von uns ist dem Phönix treu ergeben. Damals, wie auch heute noch, auf ewig. Verstehe. Wie du siehst, war ich all die Jahre nicht allein. Und ohne die Ewigen wäre ich nicht hier. Vertrau ihnen, Clive. Ja? Ist der Phönix das Licht, sind wir die Schatten, die sein Strahlen entfaltet. Im Verborgenen wollen wir dienen. So wie ihm, nun auch euch. Bitte nehmt dies an euch. An diesem Abzeichen können die Mitglieder unseres Ordens euch erkennen. Kann ich euch sonst noch dienen? Nein, ihr könnt gehen. Jawohl. Auf nach Canva. Irgendwann erklärst du mir das. Cyril scheint etwas, Du hast ziemlich seltsame Kameraden, Joshua. Die freien Städte werden belagert? Und los! Ja!
beseitigen wir sie. Kanva scheint sich noch nicht geschlagen zu geben. Ob wir in dem Gewirr Gav und die anderen finden? Wir wollten uns in einem Lager am Hafen treffen, wenn etwas schief läuft. Beeilen wir uns.